Dann waren wir nicht zufrieden. Borussia Dortmund ist zurückgeführt worden in die Realität und wir stellen fest, dem Team ist auch ein Stück weit die Souveränität abhanden gekommen und dazu zumindest kurzzeitig auch noch ein Superstar. Weg ist er erst einmal, der Mario Götze. Norman Soleder gibt Ihnen das schwarz auf weiß. Aber Achtung, das ist alles nur Satire, damit auch Aki Watzke lachen kann. Schwarz-Gelb hat einen neuen Überflieger. Mario Götze oder wie seriöse Fachblätter schreiben, Götzinho. Ein Hoffnungsträger im Höhenflug. Wenn der mal nicht abhebt, der Kleine. Doch die sportliche Führung von Borussia Dortmund überhörte alle Warnungen und stellte sich taub. Wir haben es gehört. Auf der Bank, wir wussten noch nicht, was es ist. Ignoranz mit Folgen. Der Überflieger dreht durch. Vierter Spieltag, rot. Eine tätliche Entgleisung mit feuchtem Nachspiel. Götze tritt und spuckt. Ich finde auch, dass es schlimmere Straftaten gibt als das. Doch Amateuraufnahmen beweisen, es war kein Einzelfall. Ein hochgejubelter Jungstar auf Abwägen. Vom neuen Messi zum Fußballrüpel. Ja, Herr Watzke, ganz schöner Kotzbrocken, dieser Götze, was? Die Wortwahl, die da getroffen wird, die missfällt mir. Entschuldigung, dann nehme ich Kotzbrocken zurück und sage Blutgrätscher, Hinterhältiger. Ja. Aber er versucht natürlich nachzutreten und spuckt noch ein bisschen. Was? Ja klar, der rotzt doch wie ein Lama. Sagen Sie jetzt gerade eben, er versucht nach... Ich sage, hören Sie mir noch zu, verdammt ja. Scheiße. Er zieht das Bein hoch. Nein, nein, der zieht den Rotz hoch. Spucke. Und Watzke ist schuld. Man kann nicht immer nur Harmoniesoße über alles kippen. Ja, ist das jetzt klar, Klopp? Hä? Verdammte Scheiße. Tja, das Profileben ist kein Zuckerschlecken und beim BVB läuft nicht alles rund, noch nicht mal zu Hause. Aufsteiger ärgert Meister. Und auch die Schiedsrichter haben Schwarz-Gelb auf dem Kieker. Zwei Spiele Sperre für Kehl wegen einer angeblichen Rempelattacke. Dabei war alles ganz harmlos. Easy, Sie haben da einen Riesenfleck. Riesenfleck, ja, da auf der Schulter. Sag mal, habt ihr beim DFB keine Waschmaschine? Ist ja eklig. Oh, tut mir leid, hat Mutti vergessen zu waschen. Aber nächstes Mal Vollwaschgang, Kamerad, ja? Boah. Alles könnte so erfreulich sein, aber ein Thema verfinstert regelmäßig die Dortmunder Stimmung. Hoffenheim, die Bonzentruppe aus dem Kraichgau. Seit Jahren ein frustrierendes Duell. Früher stritten nur Watzke und Hopp. Doch das schlechte Vorbild der Großkopfeten setzt sich militant auf den Rängen fort. Schmährufe der Dortmunder Fans werden mit gezieltem Trötenterror im Keim erstickt. Ein fieser Angriff. Herr Tannak, wie haben Sie die Schmähgesänge gegen Herrn Hopp empfunden? Ich habe ehrlich gesagt erstmal an einen kleinen Scherz gedacht. Und diese angebliche Lärmattacke? Hippie-fuck, was? Der arme Kerl hat doch nur zwei Lautsprecher aufgestellt. Ja, wie laut war das jetzt? Schmerzhaft laut! Es hätte bei mir, wie ich heute schon mal gesagt habe, nicht mal ein Zucken ausgelöst. Erstarrt vor Entsetzen auf BVB-Boss Watzke, denn Dortmund legt gerade eine kreative Pause ein. Alte Dame tanzt den Meister aus. Ja, was soll man sagen? Borussia wirkt derzeit sehr sympathisch, aber irgendwie zahnlos.